Cardio-Training gegen hochintensives Intervalltraining? Wovon profitierst du am meisten? Schauen wir uns zuallererst mal das Cardio-Training an. Für die allermeisten ist ein typisches Cardio-Training, auf einen Fahrradergometer zu gehen oder auch auf ein Laufband zu gehen und hier in einem moderaten Tempo ein längeres Ausdauertraining zu absolvieren. Es ist die Sportart, bei der man sehr viele Kalorien verbrennt. Das Problem ist allerdings, dass es sehr zeitintensiv ist. Um richtig viel Energie zu verbrennen, kann es schon mal 60 Minuten in Anspruch nehmen. Aber da gibt es ja noch dieses hochintensive Intervalltraining, kurz HIIT genannt, das angeblich nur ein Drittel der Zeit benötigt. Wie sieht jetzt dieses Training aus? In der Regel ist es so, dass du auch hier herkömmliche Cardiogeräte dafür nutzen kannst und immer im Wechsel 20-sekündige Belastungsphasen hast und 10-sekündige Pausenphasen. Also immer wieder im Wechsel Vollgas geben und locker weitermachen. Man kann auch andere Zeitintervalle wählen, wie zum Beispiel 30 Sekunden Sprint und 30 Sekunden locker laufen und das immer wieder im Wechsel. Je nach Belastungsgrad kann man hier 5 bis 20 Runden wählen. Man kann aber auch einfach auf der Stelle sprinten und auch hier verschiedene Zeitintervalle wählen, wie zum Beispiel 20 Sekunden Sprint und 10 Sekunden Pause. Oder auch Kniebeuge als Kraftübung im Tabata-Stil sind hervorragend dafür geeignet. Einer der Vorteile des hochintensiven Intervalltrainings ist, dass du während dem Trainings sehr viel Energie verbrennst und auch nach dem Training noch einen sehr hohen Energieverbrauch hast. Warum das so ist, hat etwas mit der erhöhten Sauerstoffaufnahme zu tun. Nach dem hochintensiven Intervalltraining hat dein Körper und deine Muskeln einen erhöhten Sauerstoffbedarf, um sich optimal zu regenerieren. Und eben genau dieser Prozess im Körper benötigt mehr Energie als nach dem herkömmlichen Cardiotraining. Beim herkömmlichen Cardiotraining verbrennst du fast ausschließlich nur währenddessen Energie. Und der Körper gewöhnt sich so schnell an diese Belastung, dass sobald das Training beendet ist, er sofort aufhört, weitere Energie zu verbrennen. Weitere Vorteile des hochintensiven Intervalltrainings sind eine erhöhte Adrenalinausschüttung. Aufgrund der erhöhten Adrenalinausschüttung stellt der Körper alle möglichen Energien zur Verfügung, vor allem auch hartnäckige Fette, die besser aus den Zellen gelöst werden, um dann im Körper in der Blutbahn als Energie zur Verfügung zu stehen. Fett als Energiequelle hast du auch beim herkömmlichen Cardiotraining zur Verfügung, aber grundsätzlich greift der Körper erst auf Kohlenhydrate zurück und wenn diese Speicher leer sind, dann greift er vermehrt auf Fette zurück. Welche dieser beiden Methoden solltest du jetzt bevorzugen? Mein Rat als Personal Trainer? Mache beides. Denn hochintensives Intervalltraining hat nicht nur Vorteile. Wenn du dein Nervensystem mit den hochintensiven Intervalltrainingseinheiten so sehr belastest, dann braucht es auch wieder seine Erholungszeiten, um auch hier wieder vollständig energiegeladen ins nächste Training gehen zu können. Würdest du beispielsweise jeden Tag ein hochintensives Intervalltraining machen mit hohen Intensitäten, dann würde sich dein Körper nicht vollständig erholen können und kann nicht voll und ganz von dem Training profitieren. Nach einem intensiven Intervalltraining solltest du mindestens 24 Stunden und nach einem hochintensiven Intervalltraining solltest du mindestens 48 bis 72 Stunden pausieren, um dann die nächste hochintensive Intervalleinheit zu absolvieren. Die Erholung beim herkömmlichen Cardiotraining ist hier viel kürzer. Ein herkömmliches Cardiotraining könntest du jeden Tag machen und schon nach 12 bis 24 Stunden bist du wieder vollkommen erholt. Deswegen wäre mein Tipp, ein Tag hochintensives Intervalltraining und 2 Tage Cardiotraining. Und dann dasselbe wieder von vorn. So profitierst du am meisten von beiden Trainingseinheiten. Wenn du so vorgehst, hast du jetzt einen optimalen Ausgleich aus Belastung und Erholung. Und deine Fettzellen können sich sehr bald verabschieden.